Kopf, wenn du willst, bitte, klar, komm! Was da, was, warte mal, da war gerade noch ein übelst geil. Egal, scheiß drauf. Nochmal das gleiche Video! Jetzt geil. Sofort in die Videobeschreibung, checkt mein Video aus! Unangenehm! Unangenehm, Bella! Ah, die haben Plätze getauscht, guck mal, immerhin. Kannst du bitte aufhören zu reden? Also, wie ihr seht, haben wir heute Besuch von Miss Bella und Aaron und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben vorhin auf Instagram nach dem Video bei uns gibt und ja, in diesem Video werden wir jetzt ein bisschen mit Gerüchten halten. Ein bisschen mit Gerüchten aufräumen. Was war das jetzt? Wir lesen die Gerüchte vor und ihr müsst erraten, ob die Gerüchte, Gerüchte wahr sind oder ob sie falsch sind. Okay. Okay. Der Tim ist übrigens auch da und der hat ein ganz tolles T-Shirt. Bewertet das mal in den Kommentaren. Hallo, du Mondgesicht. Okay, das erste Gerücht, was mir ins Auge gestochen ist, ist, ihr seid bei den Drehs immer stockbesoffen. Also in den Drehs bin ich wirklich immer voll. Naja, so ein Gerücht, ja. Tim und Jan sind Freunde, sie sind nicht zusammen. Ja, Freunde. Gut. Cool. Kennt man den Freund von ihm, von Jan? Nee, der hat keinen. Der Publik? Der ist Single. So. Single wie ein Pringle. Tragen. Also, ich war hier in der Wohnung unterwegs. Pringle wie die Chips. Ja, das ist eine Wohnung, man muss sich einen Leim mieten, um vom A nach B zu kommen. Und da drüben ist ein Zimmer, da ist so viel Alkohol, leere Flaschen drin, das habe ich noch nie gesehen. Das stimmt. Leere Wasserflaschen. Nein. Also, wenn ihr mal einen Blick in den Kühlschrank werfen wollt, würde ich das hier mal mit Ja beantworten. Man seid bei den Drehs immer stockbesoffen. Also nicht immer stockbesoffen auch nicht, aber mal so eine, so ein Döschen Whisky-Cola da. Okay, passt. Wir sind, nein, das stimmt nicht. Nee. 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 Ich werde euch dann berichten der Blick. In meiner Story morgen bei der Management-Sommerparty. Was ist das wie denn? Wie alt ist die denn? Mrs. Bella ist, glaube ich, 26 oder so. Trinkst du morgen? Ja, ich werde sogar abgeholt. Und Krux auch. Und wir werden auch abgeholt. Ja, hat schon mal ganz Mutter auf dem Trampolin geknallt. Das war das nächste Gerücht von das euch. Das würde ich ganz klar mit Ja beantworten, das haben die mir sogar mal... Ich würde das mit Nein beantworten, weil Jans Mutter Geschmack hat. Aber eine rothaarige... Jemand im Bootshaus auf dem Trampolin würde ich bejahen. Das ist wieder diese Geschichte. Sex am Trampolin muss ja sau anstrengend sein. Vor allem, wenn man halt, das Ding ist, wenn man halt dann immer, man, dann, es addiert sich ja, die Schubkraft, die Stoßkraft addiert sich ja. Das heißt, irgendwann fängt man wirklich an zu hüpfen und dann ab einem gewissen Grad kann man das nicht mehr aufhören und dann wird man immer höher und fällt vom Trampolin runter. Das ist sau anstrengend. Nee, ganz genau, ja. Ja, dumm. Nein, das stimmt nicht. Habt ihr überhaupt einen Trampolin? Habt ihr kein Trampolin? Nein, deswegen stimmt es nicht. Er hat nicht am Trampolin geknallt, ne? Ja, aber er hat es nicht besser gemacht. Ich habe gehört, dass Tim raucht. Raucht? Nein. Das ist uncool. Nur Shisha, deswegen hat er auch immer Atemprobleme, wenn er hier oben ankommt. Ich rauche nicht Shisha. Und warum steht einer im Streamingzimmer? Ich weiß ja nicht, was du immer machst vor den Livestream. Tim. Nicht. Ja, bist du Raucher, Regi? Rauchst du? Nee, ich rauch ganz selten mal Shisha mit Kollegen. Und sonst, keine Ahnung, wenn ich so Zigarettenstummel im Park halt finde, rauche ich die einfach zu Ende. Aber ich sonst nichts. Was denn? Das ist gutes Recycling, ist ökologisch. Kopfkiller 50-50, willkommen, Hund Seber, dankeschön. Ja, man muss einfach mal gucken, wo man, ne? Ich stelle mir das so geil vor. Was denn? So roll dich hinter so einer Bank, damit es keiner sieht. Nee, ich habe Asthma, ich kann gar nicht rauchen. Wenn ich versuche zu rauchen, sterbe ich schon, das ist sau dumm. Genau, wir haben so viel gemeinsam, Revin, sieht mein Vater auch Asthma, ich auch. Ist deshalb tue ich immer die Kippenstummel einfach essen. Genau. Nein, Tim raucht nicht. Nein, Jans, wirklich. Jans Besuch raucht immer, hat er erzählt. Die Sandra raucht wie ein Schlot. Das stimmt. Ich habe das Gerücht gehört, dass ihr zusammen eine OnlyFans... Die sieht auch aus wie eine Raucherin. Die sieht richtig aus wie eine Raucherin. Wie eine, die auf so einer langen Stange auch so eine fette Zigarre taucht. Also Sandra ist eine andere. Das ist Mrs. Bella. Die heißt, eine andere. Sandra ist aber, ja. Warum nicht? Alarm! Ich wäre dafür, wir kippen Jan und Bella Wasser übers T-Shirt und gucken einfach, wer mehr Likes kriegt. Er kann einfach nicht aufhören. Ne? Das glaube ich auch. Tim fährt zu schnell Auto und trinkt zu viel Alkohol. Warum? Oh ja, das stimmt. Warum? Ja. Von mir denke ich auch mal, ich wäre Alkoholikerin. Also, ich kenne euch alle und ihr sauft alle ganz schön viel. Ich sauf aber nicht jetzt unter der Woche irgendwie mega viel oder so. Außerdem besaufe ich. Welcher Tag ist morgen? Morgen ist Donnerstag. Morgen ist Sauftag. Ja. Alle denken, ich saufe viel, aber ich saufe nur in Formaten, sonst gar nicht. Du sollst auch wie.
Aaron, halt deine Fresse. Ich hab dich auf Party schon so oft richtig rotzevoll gesehen, du dreckiger Heuchler. Wir können alle sagen, wie es ist. Diese dumme YouTube-Szene, da haben alle ein Kiff- und Saufproblem. Es ist einfach de facto so. Ich sauf eher. Da passe ich ja gut rein. Also, cool. Du trinkst gar keinen Alkohol, ne? Was? Tja, dann wirst du wohl sehen, wenn wir uns sehen, wie ich dich mit Heroin injiziere. Ja. Ich bin leider ein ganz schlimmer Alkoholiker. Echt jetzt? Nee, Spaß, aber nein, ich trinke phasenweise viel zu gern und dann merke ich wieder, dass es... Ich war campen und ich habe 4 Tage lang kein Wasser getrunken und es nicht gemerkt. Alter, ich finde saufen... Und danach habe ich wieder gedacht, ich hab am Wochenende auch 2 von 3 Tagen getrunken und mir geht's jetzt wieder so schlecht und... Genau. Ach, das ist einfach nur dumm. Es ist wirklich einfach... Man wird auch älter nur und dumm. Ja. Vor allen Dingen, also das Problem ist, ich bin dann auch so ein dummer Loser, so ein dummer Trinker, der dann so sagt, so, ich trinke jetzt 2 Gläser Wein, dann habe ich genug. Das ist ja Schwachsinn, ganz oder gar nicht, Punkt. Wow. Ne? Ja, leider also, bei mir. Das auch, ist ja. Dumm. Du lädst Video hoch, wo du einen sitzen hast. Ja. Warum ist man so? Warum? Man ist einfach diese Völlerei. Wenn ich an irgendwas sterben werde, an einer Sünde, dann an Völlerei und sonst an nichts. Und ich an Ficker. Oh Mann. Geil. Ja, genau. An Onaniererei. Ja, Wichsen und Ficken. Entschuldigung. Stimmt schon, Papa. Nein, es sieht nur schwanger aus. Nee. Boah, weißt du, was ich mir jetzt zu Hause gleich zu essen mache? Deinem Hund. 2 vegetarische Cordon Bleus und einfach eine Kartoffelpüree-Packung. Wie sieht die aus? Einfach ein Scheißessen. Das ist einfach ein Scheißessen. Schmeißt es beides in einen Topf und rührst es um, bis es fertig ist. Was ist ein Schnitzel? Hä? Aus was ist dieses vegetarische Soja Schnitzel? Und in der Mitte ist halt Käse einfach. Ja. Ja, nein, ist er nicht. Dass ihr wirklich mal Steuern hinterzogen habt. Wirklich? Das also war das Gerücht, ist das Gerücht schon mal das aufgekommen? Das nein. Ist echt ein Spaß, die Paypal-Einnahmen waren immer versteuert. Das ist echt so ein Running-Gag bei denen, dass die Paypal-Einnahmen nicht versteuern. Hallo. Ich kann man das, geht das, so geht das klar? Steuerprüfung. Geht sowas klar? Nein. Ist nein. Ja. Du verlässt die Steuerzahler. Nicht mehr zur Party. Da musst du irgendwelche Rechnungen raussuchen oder dann ist von der Bomb verblichen. Du musst die alle kopieren. Finanzamt. Dass du sowas weißt, das wundert mich. Du bist blond und eine Frau, das ist wie schwerbehindert sein. Boah, Alter. Und du hast mehr Zeit vom Spiegel als in der Schule verbracht. Da ist Jan Mitglied einer satanistischen Sekte. Nein, Satan. Ja, stimmt. Nein, ist er nicht. Und über Haare rede ich mit euch nicht mehr. Wenn deine so perfekt sind. Ich finde eure Haare so Wir sind Mayo und Ketchup. Ja. Wir sind Mayo und Ketchup. Und dann wundert ihr euch, warum Leute denken, ihr seid zusammen. Da hat er jetzt gut gefrontet. Chaos für Mutant. Ich hab nicht zugehört. Scheiße, ist verpasst. Egal. Also nein, ich bin kein Mitglied in einer Sekte. Dass ihr zusammen wohnt. Nein. Warum sind Ameisen so gefährlich? Na, weil sie nie alleine kommen, denn sie sind Insekten. Ich hab Bock, meinen Bildschirm kaputt zu schlagen. Sexy, ich auf jeden Fall. Oh, oh ja, das ist geil. Jan steht auch auf Rot. War da gerade ein Fuß? Ich muss nochmal gucken. Sieht aus wie so eine Haube. Oh ja. Ah, das war Aarons Fuß. Was ist das? FC Bayern? Achso, nee. Du Fixer, du bist so dumm. Dir will ich auch eine reinhauen. Das ist geil. Jan steht auch auf Rothaarige. Was heißt denn auch? Du stehst ja auf Rothaarige. Nee. Natürlich. Lexi Rock sagt, du schreibst sie immer wieder. Ja, was ist eure Antwort? Nein. Warum denn nicht? Also ich glaube, es ist sehr schwierig, einen blonden, gut aussehenden Mann zu finden. Ja, wenn ich darüber gucke, auf jeden Fall. Er ist nicht naturblond Aaron reingeschissen. Also ich meine naturblond. Was für ein Müll. Das war geil, weil er hat die eine Musik einfach über die andere gelegt. Hör mal hin. Warte. Richtig plump. Die andere. Und vorne rum ist so eine traurige Musik. Einfach gar keinen Bock zu schneiden gehabt. Scheiß Tim, Alter. Ich meine, naturblond. Ja, danke dafür an dieser Stelle. Jan, Antwort, welche Farbe muss dein Traummann haben? Rot finde ich tatsächlich ziemlich gut. Und du? Blond oder braun? Blond! Oder rot, auf jeden Fall. Bei mir ist safe Präferenz braunhaarig oder eine Mütze. Eine Mütze ist cool, wenn eine Frau immer eine Mütze anhat. Ja, ist cute. Bei mir ist blond, asiatisch oder Glatze. Bei mir ist es egal, Hauptsache eine Frau, Alter. Oh, really? Das war nicht die Frage. Rot. Ich weiß es nicht, irgendwie liege ich da nicht so. Ja, natürlich weißt du das. Also, könnt ihr euch jetzt bewerben? Er ist schon mehr blond. Der Tim nimmt alles. Und du? Ich stehe eher auf dunkelhaarige, glaube ich. Nee, mach mal Pause. Zurück zu seinem Gesicht. Mir fällt gerade auf,
dass der Aaron aussieht wie mein Ex-Chef aus der Zimmerei, Alter. Zieh dir das mal rein. Boah, das ist krass. Warte. Mann, Mann, Mann. Macht er denn? Nee, ich bin das. Warum machst du das? Weil ich das steuern. So? Weil ich... Dann machst du einfach nur das. Warum? 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 Egal. Und unten in der Videobeschreibung ist nochmal der Link zu unserem Live-Event. Dort gibt es nochmal die letzten Tickets, Freunde. Also falls ihr noch keinen habt, sichert euch die auf jeden Fall. Ich bin da auch vor Ort und wir werden auf der Bühne was machen. Aaron ist auch am Start. Und genau. Super, ich stehe auf. Das Tim und die haben sich schon gegenseitig nackt gesehen. Haben. Ja. 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 Alter, warum beantwortet ihr das so schnell? Ja. Weil ihr beste Freunde seid, what the fuck. Und generell, was ist das Problem? Da musste ich irgendwie, je älter ich wurde, habe ich gemerkt, ey, es ist nicht mehr so wie früher in der Umkleide beim Sport. Hm. Erwachsen werdende Jungs fangen an, sich zu schämen, sich nackt zu zeigen. Ich finde, das ist das Wichtigste für eine beste Freundschaft. Ich habe einfach letztens meinen Mitarbeiter mein Arschloch gezeigt. Ja. Als sie sich umgedreht haben, habe ich das einfach gezeigt. Ich finde das sau wichtig, dass sich gute Freunde oder auch Männer sich nackt zeigen. Das Arschloch mal gegenseitig zeigen, ja. Egal was, es ist doch lustig. Arschloch. Es ist doch das Arschloch gegenseitig zeigen. Bei Jan mal im Hotelzimmer, genau. Madeira duschen und du so, oh, ich muss kacken und bist du reingegangen. Was auf Madeira passiert, bleibt auf Madeira. Nein. Die auch das schöne Nägel hat. Oh, die muss ich mir kaufen. Haben wir uns schon wieder nackt gesehen? Ja, du hast es doch schon beantwortet. Ey, mich haben übrigens auch schon ein paar Leute in den Comments gefragt, ob ich Zuckungen hätte, weil ich ab und zu halt so dumm gucke, wenn irgendwas passiert. Und haben sich ernsthaft Sorgen gemacht, dass ich Zuckungen habe. Also nein, macht euch keine Sorgen, Leute. Ich gucke gerne behindert. Dumm, nicht behindert. Dumm. Okay, gut. Also, können wir habt ihr euch schon mal gegenseitig beim Sex gehört? Das wird hier gar kein Gerüchtevideo mehr. Wir stellen jetzt einfach unangenehme Fragen. Ich höre das Quietschen von meiner Mutter, das kenne ich. Das okay. Haben schon mal die Tits aus Versehen in die geschlossene Psychiatrie kam. Ja, ich gucke eure Videos ganz kurz und dann hat Mama ihn rausgeholt. Ganz. Okay. Also Gefängnisfallkarte? Also, ich bin verrückt. Wenn du mal drin gelandet bist. Aber ist so random. Also, ich wusste, dass ich schon mal in der Klapse gelandet bin, wegen Ticks. Es war ein dummes Missverständnis, aber war nur verantwortlich. Kann ja mal passieren. Am nächsten Tag durfte ich gehen und haben sich entschuldigt, dass dieses Missverständnis aufkam. Ich dachte dir einfach nur, dass du so mega besoffen. Wie wärst du denn Blase? Durch verbale Ticks. Noch nicht mal die Taktik hat geholfen, um freizukommen. Sie hätten mich fast zu den Informanten gesperrt. Aber ich blieb bei den Drogen herabhängig. Nein, durch verbale Ticks dachten die, dass ich küsselsüchtig bin, weil ich das im Krankenwagen gerufen habe. Das ist so eine dumme Scheißsituation. Also der Krankenwagen ist gekommen, weil ich einen epileptischen Anfall hatte. Und als ich wieder zu mir kam, habe ich Sachen über Drogen gerufen. Und dann konntest du aber nicht schnell genug deinen Pass oder hattest du den nicht mit? War eine Situation schwierig. Also, der fixiert schon. Ich war echt fixiert. Oh ja. Mein Gott. Mit zwei Gürteln und dann sind die mit mir nicht ins Krankenhaus, sondern in die Psychiatrie gefahren. Okay, aber dann hast du nicht irgendwie gesagt, Leute, ich habe Tourette oder was? Hatte ich auch gesagt, aber das haben sie nicht geglaubt. Okay. Alter, so krass, ne? Hast du den Nackt gesehen? Nein, bitte. Es ist doch nur ein Penis. Und das Geheimnis ist, er hat zwei davon. Okay. Das denkt sich die Fanny. Aber man lernt sogar noch was. Es ist komisch, dass ich das auswendig weiß. Ja, weiter geht's. Dass Tim sein Abitur gekauft hat. Nee. Ja. Nee. Ah, du hast ein Abitur? Alter, was soll das denn rein? Hast du Abitur? Nee. Straßenabitur. Hast du doch auch nicht. Du hast einen Hauptschulabschluss, oder? Nee, Realschule. Du, aber Tim ist ja vom Abschluss der Schlauste hier. Alter, ich muss richtig los. Wie gesagt, Abitur? Gekauft. Ja, natürlich, Bro. Stabiles 2,9er Abi. Catch me if you can. Das ist einfach nichts wert. Was hast du für ein Abi? 3-4er Realschule. Tja, und trotzdem hast du noch nie auf einer Baustelle gekackt. Doch, klar. Alter. Ja, okay. Hä? Egal. Ich habe 5 Jahre lang Baustelle gemacht. Ich habe 5 Jahre lang auf Baustelle gekackt. Ehrlich, ab. Echt? Nein. Nächsten Mittwoch kommt der IQ-Test auf meinem Kanal. Oh nein. Schaut bitte mal auf Aarons Kanal vorbei, da sieht man nämlich wirklich, wer der schlau. Oh nein. Er ist echt dumm. Ganz schwindelig. Das liegt aber immer. Das Ding ist, ich mache einen IQ-Test, würde ich niemals einfach so für ein Video machen. Ich habe das auch schon mal gespielt mit wem und der hat sich voll vorgeführt, gefühlt. Genau, ja. Sobald ein Video läuft und so, ist es so eine ganz unangenehme Drucksituation. Ich glaube, wenn man das bei einem Psychologen macht, dann ist es was viel Handfesteres. Und so ein IQ-Test im Internet, Real Talk, sagt ja gar nichts aus. Also es gibt ja tiefenpsychologisch, muss man da ja wirklich
muss reindiven, wisst ihr, was ich meine? Bin ich genauso schwierig wie Lügentests, ich meine. Alter, oder what the fuck, oder Fruchtbarkeitstest, hä? Ja. Was soll der Arzt mir sagen, meine Spermien funktionieren nicht, hä? Ist ja gelogen. Ja. Ich kann das auch selber entscheiden. Der sieht die ja auch gar nicht. Ja, eben. Voll klein, die sind richtig, winzig. Genau, woher soll der das denn wissen? Woher soll der wissen, dass ich... Ich bin Arzt! Ja, ja, genau. Ich hab das studiert. Sie müssen jetzt hierbleiben. Sie haben eine ansteckende Krankheit. Ja, die Sprüche kennen wir alle, genau. Ja. Lasst euch nicht von denen da oben... Ja, die da oben. Ja, wenn du Stinkefüße hast. Jan für YouTube. Hast du da ein Wattestäbchen und gehst dir gerade ins Ohr? Du ekliger Lastes, ich brauch auch welche. Hör auf, das unbefriedigt. Das ist eine Schere. Bist du geistig behindert? Ich habe es gerade erklärt, warum es so wichtig ist, das mit einem dünnen Gegenstand zu machen und nicht mit Wattestäbchen wie Revi zum Beispiel, weil da schiebst du dir den Scheiß ins Gehirn und deswegen bist du auch so drauf, wie du drauf bist. Ich hole den raus, ich kratze mich. Okay. Kratze mich am Rand. Ja, hat doch vorhin erzählt. Nur du erzählst alles, das Video macht gar keinen Sinn. Hast du vor einer Knie, weil liegst du noch nicht? Dumm. Und Bella, was sagst du? Wusstest du nicht mal, dass du da vorher gearbeitet hast? Wir haben doch vor einer Minute, als Tim gerade die Kamera eingerichtet hat, hab ich gesagt, Tim, da war die gerade mit ihrer Crackpfeife auf der Terrasse. Ach so, stimmt. Also, beruhig dich mal ein bisschen. War ein Gedanke noch vorm Spiegel. Das macht's auch nicht besser. Ja, stimmt. Ich Dankeschön, Bro. Ich habe mich im Bundesumweltministerium für YouTube gekündigt. Vom ersten Tag, oder? Ja. Die haben sich bestimmt gefreut. Ein Tag bevor die Ausbildung losgegangen ist. Dass ihr Ticks für Klicks faked. Nein. Jan ist viel witziger ohne Kamera. Ist wirklich so, Digga. Mann, der sagt manchmal so geile, lustige Ticks, wenn wir bei uns sind und irgendwie was machen. Und dann sagt er so geile, witzige Sachen und dann denke ich mir immer so, ah! Man kann das ja auch nicht nacherzählen. Ach, Mann. Also, das war in meinen Augen. Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, vielleicht kennst du dich manchmal zurück. Vorhin haben wir so gelacht, als wir auf dich gewartet haben, als du 19 Minuten zu spät kamst. Oder dich ist lustiger. Also soll ich darauf was antworten? Du sollst jetzt bitte gehen. Nein, komm zurück. Wir brauchen anderen mit komischen Haaren, der mit Scheiße redet. Revi! Oh. Aaron, Digga, Mann, du hast Haarausfall, Alter. Du bist bald 36, du bist so gut wie tot. Lass mich in Ruhe, Alter. Du wandelnder Ekelzombie des Fernsehens, Alter. Was nimmst du dir heraus, Aaron, du widerlicher Widerling, Alter. Bäh. Aaron, du kotzt. Ich rede in Ruhe. Arsch, Aaron. Arschloch. Tim ist wie ein Schaffner, der locht alles. Tim ist wie ein Schaffner, das hat er eben schon den gleichen Witz gemacht. Oh, Junge. Echt so, ne? Und alle lachen so, als ob, naja. Geht jetzt sofort in die... Ach Mann, Alter, hier, komm, hier waren wir. Das Mädchen. Nein, ja. Nein, hab ich nicht. Achso. Ja. Sorry. Da hab ich Tinder gesehen. Und abgelenkt, komm, lass mal's. Und die letzte Frage ist, ob Jan auf Schläge steht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja mal ein Video gesehen mit Sturmwaffel, Wahrheit oder Schaf. Oh Gott. Und da hat Jan erzählt, dass... Slasher, danke. Das noch weiß, kann. Das hast du erzählt? Warum glaubst du das in dem Video? Ja, okay. Scharfe Soße zu essen. Ja, und man muss sagen, immer wenn ich nur mit jemandem das Format drehen will, schickt genau dieses Video. Guck mal, ich will sowas mit ihm machen und dann schickt er das Video mit euch. Okay, kann ich es bitte kurz hören? Also, da war die Frage, entweder er sagt, woran er beim denkt, oder was, oder nicht was Scharfes essen. Man hat die Frage nicht verstanden durch Zensieren, das war saudumm. Verschwörung. Und dann, was hast du da gesagt? Dann, was denkst du? Also, hat nichts mit Schlägen zu tun. Aber Dominanz. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe jetzt eine tolle Join-Sendung. Komm, sag's ihm. Ich? Ja. Ich sag gar nichts mehr. Okay. Ich habe ein Nagelset rausgemacht. Und Ohrringe. Bei einem von unseren nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken über die gemachten Brüste. Magst du gemachte Brüste? Boah, ist mir voll egal, Alter. Echt? Ich mag jede Art von Brust. Ist mir wirklich total egal, ob die groß, klein oder sowas sind. Juckt mich nicht. Wirklich mir egal. Hm.